endlich wieder Positives in Sachen Skill-Based Matchmaking zu berichten. Wir warten schon eine Weile auf einen Patch, der einen Rework über das Skill-Based Matchmaking implementiert. Respawn hat sich vor einigen Stunden endlich zu Wort gemeldet und hat positive Informationen für uns, denn seit Dezember gibt es eine kleine Testphase in einer bestimmten Region und die Tests scheinen allesamt sehr, sehr gut zu laufen. Ich möchte euch den Post gleich zeigen mit ein paar Grafiken oder einer Grafik, die sehr, sehr vielversprechend aussieht, auch wenn wir nicht genau rauslesen können, was genau es bedeutet im Einzelnen. Vorher noch ein Shoutout von mir in eigener Sache. In den letzten 28 Tagen, das ist jetzt eine Statistik von vielen, schauen 48% von euch meinen Kanal, obwohl sie noch nicht abonniert haben. Es ist völlig kostenlos, ein einfacher Tastendruck auf den Abo-Button. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das macht, mich unterstützt und an alle anderen, die schon abonniert haben oder allgemein alle, die zuschauen. Natürlich einen Daumen nach oben für jedes Video, ein Kommentar kann auch nicht schaden, um einfach dem YouTube-Algorithmus so einen richtigen Tritt zu verpassen, damit meine Videos besser gepusht werden. Das ist mein Wunsch an euch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da dabei seid. Und jetzt kommen wir zu dem Post von Respawn. Und zwar sieht er wie folgt aus. Über die Feiertage, konkret ab dem 12. Dezember, startete eine Testphase in einer bestimmten Region. Welche Region das ist, wird natürlich nicht verraten, aber sie haben bei der Implementierung in der Testphase in dieser Region festgestellt, dass die Kills prozentual bei dem Update deutlich nach oben gegangen sind. Was da genau verändert wurde, kann ich euch natürlich nicht sagen, aber die Gegner sind besser auf uns abgestimmt, auf unser Niveau. Und das ist das, was sich eigentlich alle wünschen. Respawn verspricht uns, auf dem Laufenden zu halten. Ich mache die Grafik einfach mal ein bisschen größer. Wir haben hier drei verschiedene Linien. Die grüne und die blaue sind Regionenstandard, von mir aus irgendwo in Deutschland oder in den USA, wie das Matchmaking eben halt nicht so geil funktioniert. Und ab dem 12. Dezember sehen wir bei der pinken Linie auf einmal einen steilen Anstieg nach oben. Prozentual auf die Kills gesehen soll es dort so sein, dass die Spieler in ihrer Erfahrung mehr Kills machen, als es gewöhnlich der Fall war, einfach weil das Matchmaking in der Überarbeitung, in dem Patch, wo sie es in dieser Region implementiert haben, einfach sehr, sehr gut funktioniert. Die einzelne genaue Bedeutung der Graphen wird natürlich nicht zu 100% irgendwo wiedergespiegelt, was die Anstiege bedeuten, wie viel Kills man da prozentual mehr macht und so weiter, weil hier auf der rechten, nee, auf der linken Seite sehen wir Prozent with one kill plus, aber wie gesagt, die Graphen, wir sehen ja noch ein paar Linien quer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Linien nach oben, ob das jetzt bedeutet, jede Linie bedeutet ein Kill, da sind wir hier bei 7 Kills plus, kann ich euch leider nicht sagen, ist ein bisschen schwierig zu interpretieren, beziehungsweise könnte man da verschiedene Sachen rein interpretieren. Es ist auf jeden Fall scheinbar ein sehr, sehr positiver Fortschritt und Respawn möchte uns in Blogs wahrscheinlich via Twitter auf dem Laufenden halten. Und das ist eine verdammt richtig gute Nachricht, sodass wir hoffentlich vielleicht schon in Season 16 endlich das Skill-Based Matchmaking Update bekommen. Vielleicht ja tatsächlich doch schon zum zweiten Split mit einem fetten Update. Müssen wir uns mal überraschen lassen, wenn sich Respawn wieder zu Wort meldet. Erfahrt ihr es auf jeden Fall bei mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr auf den Abo-Button ballert. Daumen hoch, Kommentare ohne Ende, um mich möglichst gut zu unterstützen und völlig kostenlos. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.